Freunde, es geht weiter hier mit einer neuen Folge von The Elder Scrolls. Ja, eigentlich wollten wir uns auf die Spur von der Herrin, eher gesagt Magistra Vox, setzen, aber da kam noch ein kleiner Dungeon dazwischen, den wir jetzt noch gemeinsam bestreiten werden. Ein kleines Gewölbe in Ehren kann niemand verwehren. Euch wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß beim Ansehen dieser Folge. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. So, Talions Klippe. Manche spekulierten, dass dieser Ort seinen Namen dem berühmten nordischen... Da war der Text schon wieder weg. So, da fühlt sich jemand nicht wohl. Sensual Sickness. Gut, hat aber ganz kräftig einer gefurzt. Die ganzen Schmeißfliegen, die da umhergewirbelt sind. Moment, da lag was. Was? Der tapfere kleine Swift. Eine tapfere kleine Squib. Okay, das werden wir aber jetzt nicht lesen. Bis jetzt gibt es für mich nichts zu tun, weil die anderen schon alles getötet haben. Ich weiß gar nicht, warum die Leute immer so eine unglaubliche Hektik haben und immer weiterrennen müssen. Besonders als Templer, die sind eh überpowered. Aber hey. Jetzt habe ich mal mit dem Templer gerechnet und er blieb weg. Okay, kein Problem. Ah, da ist er wieder, der Hektiker. Ich muss ja ehrlich zugeben, das ist etwas, womit ich im Spiel überhaupt nichts anfangen kann. Wenn die Leute so unglaublich aufgedreht und ich muss unbedingt ganz schnell, wir haben noch keine Zeit. Das erinnert mich immer ein bisschen an das weiße Kaninchen aus Alice im Wunderland. Und ich bin ein ganz anderer Typ. Also wenn ich spielen will, will ich meine Ruhe haben. Hektik habe ich über den Tag verteilt mehr als genug. So. Irgendwo bin ich aber falsch abgebogen, wie mir scheint. Ich wollte eigentlich noch einen Boss besiegen. So. Ja, wenn man genau betrachten, also die Bereiche genau betrachten würde, hätte man gesehen, dass ich wieder zum Ausgang laufe. Aber hey, kein Problem. Dabei habe ich die Deutsche noch nicht mal auf Maximum. Naja, jetzt weiß ich, wo ich falsch abgebogen bin. Bin wahrscheinlich den gleichen Weg wieder zurückgelaufen. Ich Dämlack. Bye, kein Problem.
Ich war schon richtig gewesen, scheint mir. Naja, egal. Dann habe ich den Boss wahrscheinlich in dem einen Hauptraum übersehen. Oder er war einfach getötet, weil dieser Hektiker da war. Eifresser. Gut, das Thema hat sich erledigt. Jetzt können wir auch gehen. Ich mag diese Viecher nämlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Käfer regen mich seit jeher in MMOs auf. Nicht, weil ich etwas gegen Käfer oder Käferartige habe, sondern einfach, weil es zu viele davon immer wieder gibt in den MMOs. Nicht nur in World of Warcraft oder in anderen Spielen, sogar in Star Wars The Old Republic gibt es Käfer. Und es nervt mich einfach unglaublich. Immer wieder Käfer. Bin nebenbei noch immer ein bisschen am Ausschau halten, warum mein Charakter im Moment so enorm an Schaden einsteckt. Ich denke mal, dass schon gewisse Stats verändert wurden im Spiel, also zu Fähigkeiten. Weil als ich diesen Charakter hier gebildet habe, eher gesagt gequeert habe, sind schon ein paar Jährchen ins Land gegangen. Ja. Und der ist immer noch in der Originalfassung, wie er mal vor 2 Jahren gewesen ist. Den habe ich seitdem nicht mehr verändert. Aber ich denke, jetzt mit dem aktuellen Add-on, das jetzt in ein paar Tagen online gehen wird, ist es wichtig, dass ich einmal komplett umskille, eher gesagt neu skille. Dremora! So, was haben wir da? Ein Xivilei. Gut, 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 gut. Dann nehmen wir erstmal den kühnen Schatten. Also bitte, mehr fällt dir nicht ein? Mir schon. Dankeschön. Arthalene, du hier. Umreisende. Warum? Eine Explosion. Okay. Und jetzt wird Selphora überrannt. Ich wurde verletzt, als ich versuchte, zum Gasthaus zu kommen. Geht es euch gut? Ich weiß nicht, was geschehen ist. Die Ältesten hatten sich in der Mitte der Siedlung versammelt. Dann gab es einen Blitz. Und plötzlich waren überall Geister. Geister. Alles klar. Schon gut. Quest abschließen. So viele sind gestorben. Aber sie sind immer noch hier. Als wütende und rachsüchtige Geister. Könnt ihr euch bewegen? Ich glaube schon. Aber wahrscheinlich nicht sehr weit. Ich muss zum Gasthaus gelangen. Dort haben sich die Überlebenden versammelt. Ich bringe euch dorthin, folgt mir.
Magistra Vox hat hier gewütet, scheint mir. Ruhe in Frieden. Ahnenseide brauche ich immer. Ahnenseide ist immer gut. Damit kann ich ja schneidern. Bin neugierig, ob diese Attacke der Meuchelmörder auch hier bei Totentoten funktioniert. Nein, natürlich nicht. Elynisi, Dank sei den Dreien, dass ihr es geschafft habt. Wir fürchteten schon das Schlimmste. Habt ihr Hilfe mitgebracht? Es war eine knappe Sache. Ich wäre tot, wenn diese Reisende nicht geholfen ihr hätte. Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um Selphora zu besuchen. Geister streifen durch die Straßen und unlöschbare Feuer verschlingen die Siedlung. Überall Selphora ist verloren. Unsere neue Freundin ist mächtig. Ich habe selbst gesehen, was diese Reisende alles kann. Also diese Khajiit gefällt mir, sie ist eine Vampirin. Würde ich sagen, aufgrund der Augen und des Fells. Die sieht hübsch aus. So. Ich hätte nie gedacht, dass ich so glücklich darüber sein könnte, wieder in diesem Gasthaus zu sein. Bist du dir sicher? Ich glaube schon. Zumindest für den Moment. Doch wir machen uns Sorgen, dass es da draußen noch weitere Überlebende gibt. Es gibt einen Tempel auf dem Hügel, der die Siedlung überblickt. Wir hoffen, dass die anderen dort Zuflucht gefunden haben. Ist denn niemand nachschauen gegangen? Wir sind den Geistern nicht gewachsen. Ich habe nur gerade ebenso überlebt, weil ich immer am Rand der Siedlung geblieben bin. Keiner okay. von uns würde es dorthin schaffen. Mit anderen Worten, ich soll dorthin gehen, richtig? Ja, ich habe gesehen, wie ihr euch so schlagt. Ich weiß, dass ihr es schaffen könnt. Okay, wie komme ich denn zum Tempel? Er sagt, wie komme ich rein? Er liegt auf der anderen Seite der Brücke. Es gibt eine Treppe südlich von hier. Aber ich kann euch nicht sagen, ob dieser Pfad sicher ist oder nicht. Okay, mach's gut. Schone deine Wunden. So, was sagt die Uhrzeit? Gut. An dieser Stelle, Freunde, werden wir einen kurzen Cut machen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Ebenso, dass ihr bei der nächsten Folge von The Elder Scrolls wieder mit dabei sein werdet. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Macht es gut. Ciao, ciao.